Hallo und herzlich willkommen auf On Your Fashion. Mein Name ist Dean. Wie immer, wir kommen zum Flower Power Outfit, mein 70er Jahre Styling mit meiner Jeanshose in Mega Schlag und dazu meine Flower Power Schuhe. Oh mein Gott. Ich bin jetzt schon begeistert von diesem Design. Was ziehe ich obenrum an? Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, was dazu passt. Jeanshose und Flower Power High Heels. Lasst euch überraschen, wir sehen uns gleich wieder mit meinem Outfit, meiner Schlaghose. Wow. Zurück zu meinem Retro-Outfit, heute mit Flower Power. Ich habe das passende Oberteil gefunden. Das hatte ich schon einmal an und ihr wisst, das habe ich auch auf Temu gekauft und es passt wie die Faust aufs Auge. Und als ich es mir so angezogen habe, dachte ich mir so, wow, das ist im Prinzip genau das, was ich auf dem Erntedankfest sehen wollen würde. Es passt so perfekt irgendwie von der Farbe her. Es ist so gerade so herbstlich, die Farben so diesen Orange. Und dann habe ich hier so Orange und Grün in den Blumenmuster von meinen Schuhen drin. Also was will man mehr? Und dazu meine passende schöne Hose, die einen richtig schönen Look zaubert. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich gehe mal nach hinten und probiere mal, dass ich mich hier hinten etwas ins Bild quetsche, weil ich jetzt wirklich durch die High Heels extrem groß bin. Achtung. Einfach mal zurück. Und hier finde ich es richtig cool, dass die Hose hier überall so kaputt ist. Ich mag das ziemlich gern. Alles so abgeranzt an den Jeanshosen. Locker und lässig. Einfach mal egal. So. Und sie macht wirklich eine tolle Figur. Also total weiblich. Also ihr habt hier oben ein schönes Hüftverhältnis. Ist relativ hoch geschnitten. Ich habe jetzt meine Bluse wieder klassisch reingesteckt und hinten einfach raus, damit es so ein bisschen locker drüber sitzt über dem Popöchen. Aber ihr seht, sie ist wirklich schön hoch, also es guckt nichts raus hinten, es liegt eng an. Sie ist total elastisch, also da ist Elastan auf jeden Fall drin. Perfekt. Und dann haben wir hier unten rum einen wunderschönen Schlag und dennoch noch einen Schlag, ich zeig's euch mal, der wirklich über den Schuh geht. Achtung! Seht ihr, wie lang die Hose ist? Da ist es perfekt für so High Heels, finde ich. Wenn man die ein bisschen verstecken möchte, wartet mal. Ich gehe mal ein bisschen rüber, dann habt ihr nicht so die Ecke von meinem Tisch. So, nicht ganz so extrem. So. Ich zeige es euch gleich noch ein bisschen näher, aber ihr seht jetzt schon das Gesamtverhältnis von der Hose. Eng anliegend, unten ein wirklich weiter schöner Schlag. Ist ja momentan auch im Trend. Und so im Herbst jetzt finde ich Schlaghosen ziemlich schön, wenn man da schön die Boots drunter verstecken kann. Oder eben bei schönem Wetter auch noch die High Heels. Und hier ist es wirklich so ein bisschen 70er Jahre angehaucht, aufgrund von Schlag und vom Schuh. Vielleicht liegt es an der Farbe, aber so Plateauschuhe waren ja in den 70ern auch total trendy. Und dann dieser weite, breite Absatz, finde ich irgendwie passig. Und dann dazu mein Oberteil mit etwas Orange und dann so einem Retro-Muster. Ja, besser hätte ich es jetzt nicht treffen können. Wusste im Vorfeld wirklich nicht, was ziehe ich dazu an, bis ich dann einfach mal vor meinem Schrank stand und dann gehst du so durch, bup, 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 und irgendwann bleibst du stehen und sagst, genau das ist es. So, das war jetzt in dem Fall auch so. Mehr Retro geht nicht. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher von der Hose, vom Verhältnis her. So, und dann seht ihr ein bisschen, wie es geschnitten ist. Also ihr habt ja auch wirklich schöne Taschen, die sind wirklich elastisch. Da könnt ihr auch was reinpacken, wenn ihr möchtet, aber es sieht natürlich immer nicht so schön aus. So, hier habe ich jetzt ganz einfach mal alles reingesteckt, was ich hatte. Und hintenrum bleibt es locker, aber ich drehe mich mal, damit man das Jeans-Verhältnis gut sieht. Auch hier oben hat man ja wirklich als Frau meist immer Schwierigkeiten, dass die Jeanshosen eng anliegen. Und hier ist aber so viel Elastan drin, die sitzt wirklich super. Also kann man wirklich nicht meckern.
Und ich würde es jetzt so tragen. Das ist so mein Styling. Schick. Und hier fängt es schon an mit diesen kaputten Löchern. Da kann man schön mit spielen. Dann habt ihr nochmal die Knie auch offen. Alles schon vorgefertigt. Finde bei der Hose, wenn die jetzt komplett blau wäre, würde ich jetzt gar nicht so ansprechend finden, als sie, wenn hier so ein paar kleine Highlights gesetzt sind. Schick. Mir gefällt es wirklich besser, als wie wenn jetzt keine Highlights in der Hose wären in Form von Löchern. Es ist ja momentan Mode und akzeptabel, so rumzulaufen. So, die Schuhe. Von den Schuhen her habe ich ja euch schon gesagt, schließt es wirklich super ab mit diesem langen Schlag der Hose. Normalerweise kann man mal zeigen, wie hoch der Schuh geht. Also bis über die Ferse ist vorne mit einem weichen Band eine Schnürung. Hier kann man auch ganz locker getrost die Ringe austauschen gegen goldene, wenn man möchte, weil hier so Schlaufen sind. Kann man ja machen, wie man möchte. Oder einfach eine andere Schnürung reinbringen. Vielleicht hat man ein anderes Band, was dazu besser passen würde. Ja. Ich hoffe, mein Retro-Outfit hat euch gefallen und meine Kombination, die ich gewählt habe, ebenfalls. Das ist es. Also super langes Bein der Hose, kann ich nur empfehlen. Ist super schick. Finde ich total elegant. Sehr eng, feminin anliegend und unten dann dieser weite Schlag. Da kannst du wirklich super Boots tragen oder wie in meinem Fall, schicke Retro-Heels und schick. Dazu habe ich eine klassische Bluse an. Ich hoffe, eine Kombination hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal Kommentare abgeben. Ein Däumchen könnt ihr auch da lassen, würde ich mich echt freuen. Ansonsten lasst den Herbst rocken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eure Dien, macht's gut. Danke fürs Einschalten.